Das würde ich eigentlich auch gerne noch auseinandernehmen, wenn wir gerade hier sind. Bevor wir das näher vergessen. Mache ich mir da mal einen Marker ran. Dann könnten wir. So, nur ein ganz, ganz kleines hier, so wie es aussieht. Ja, so ein winziges Kackteil. Dann könnten wir rein theoretisch nochmal hier gucken nach einer Grünglanzplatte. Vielleicht sind die jetzt ja nachgespawnt. Ich glaube nicht, aber wir können gucken. Und dann können wir rein theoretisch von hier nach da rüber gehen. Ist noch ein Donnerkiefer. Von dem brauchen wir aber nichts. Da ist noch ein Lager. Graugipfel. Also eine Quest für. Und hier gab es Eulenfedern und Pirscher, wenn ich mich nicht irre. Die hier aber gar nicht angezeigt werden. Okay, dann gehen wir mal zum Lager. Da lang. Dann muss ich erstmal wieder raus. Du sollst eine neue Tätowierung haben. Was hast du getan? War ja nur ein kleines Lager. Das dämpft den Fall. Die Karo zu E. Vorweg, bis lang. Oh, fette Wachen hier aufgestellt. Gleich so viele davon. Kletterkiefer. Oh, warte mal. Irgendwie ein Schweif? Das ist eine wandernde Gruppe, ne? Halt! Vorne macht hier nicht viel Schaden. Die sind auch noch gesperrt. Wortstufe 21. Soll die hier sein? Nee, eigentlich nicht. Ja. Sieht aus wie ein Spitzen. Das war kein Spitzending, ne? Jetzt geht's los. Beiden. Die haben wir gut auseinandergenommen. Oh, da ist ja noch einer. Wo kommt der her? Das sieht schwer danach aus. Dann lass mal schnell alles einsammeln. Bevor noch irgendein anderer kommt.
glaube, wir haben auch ein paar Schweife dadurch bekommen. Da hinten liegt noch ein Stück. Sehr weit abgetrieben. Keine Ahnung, was die hier gemacht haben. Der Tag geht zur Ruhe. Aber ich noch nicht. Aber jetzt haben sie es hinter sich. So, was war das? Das war nicht so schwer. Da hatten wir bei unserer ersten Begegnung aber bedeutend mehr Probleme mit den Dingern. So, jetzt müssen wir da rüber. Das ist voller Fallen vor allem. Da sind auch ein paar mehr hier, ne? Da ist einer. Da ist einer. Da ist einer. Das da sieht aus wie der Chef. Ein altes Fass. Laufen die in ihre eigenen Fallen? Sind die so hart dämlich? Was für ein Freund. Erstmal Aufmerksamkeit erregen. Das andere kommt dann später. Muss es jetzt dunkel werden? Ich mag es nicht, im Dunkeln im Dschungel rumzukriechen, bin ich ganz ehrlich. Schön leise jetzt. Ja, ja, ja. Da oben kann ich mich noch verstecken. Warte, der guckt doch nicht mehr. Aber auch nicht richtig erwischt. Schocktritte ja. Auf dem Weg. Oh, diese Rebellen bereiten wirklich einen herzlichen Empfang. Hm. Das war auch El Jefe, ne? Okay, vorsichtig in die Richtung gehen. Am besten alle wegmachen. Nicht, dass ich aus Versehen in irgendeinen reinlaufe. Nachher bei, wenn es hier jetzt zu einem offenen Kampf gleich kommt. Was sicherlich passieren wird. Denke ich mal. Ah gut, sind nicht mehr viele. Hier ist noch einer. Und da ist noch einer. Zwei jetzt, ne? Zack. Ab ins Gebüsch. Nö. Nee. Ach doch, das ist nur einer, okay. So, den da oben erwische ich, glaube ich. Wenn er nicht so scheiße stehen würde. Jo, Feierabend. Dem ist schon mal Licht aus. Der hinten hat es, glaube ich, gerafft. Und da hat es auch noch einer gerafft. Ich glaube, der ist runtergefallen, oder? I'm not entirely sure. Krieg ich die hier schnell entschärft? Ja. Der hat einen Helm auf. Der hat einen Helm, der nicht kaputt geht, ne? Ich hätte mir doch eher den hier vorne holen sollen, glaube ich. Kommt der her? Jemand hat erwischt! Hier ist Urgras. Lass das! Jetzt
jetzt habe ich Lust auf eine Schlägerei. Kannst du ja haben. Mach gar nichts. Das dauert, glaube ich, nicht allzu lange. Was ist denn der auf dem Rücken? Ein Sorgekanister. Okay. Ach, da ist auch noch einer. Guck mal an. Da liegt eine Waffe rum. Okay, wir haben nichts gefunden. Gehen wir zurück. Komm raus und stell dich! Ja, El Jefe ist etwas aufmerksamer als alle anderen. Macht aber gar nichts. Gleich nicht mehr. Können wir erstmal den hier vorne wegschnabulieren. Der hat auch noch seinen Helm auf, naja. Hör auf mit diesem Blödsinn, ja? Wieder einer weg. Naja, geh mal gucken. Sag's gleich allen Bescheid wahrscheinlich. Wenn der gleich nicht mehr so aufgedrungen guckt, dann kriegt er noch einen vor Natz geballert. Die haben aber alle Helme auf. Das ist etwas ungünstig. Ah, der kommt auch her. Der ist Stufe 40, okay, krass. Also hier ist schon High-Level-Gebiet, würde ich sagen. Ich weiß nicht, warum wir hier mit einer Stufe 26-Quest hergeschickt werden. Ach nee, gar nicht wahr. Ja doch, nee. Warum werden wir hier mit einer Stufe 26-Quest hergeschickt? Das weiß ich nicht. Das würde ich gerne wissen, weil hier echt schon so ein High-Level-Gebiet ist, ne? Oh, das ist einer, den ich hier nicht markiert habe. Problem ist, die haben alle Helme auf. Damit machen wir so wenig Schaden. Der Helm dürfte jetzt kaputt sein. Rein theoretisch müsste ich den noch snacken können. Wenn er hier allein ins Gebüsch kraucht. Guck mal, den interessiert das nicht mal. Aber seine Kumpels hier, die interessiert das. So, er hat ein normales Gesicht auf. Oh nein! Stopp! Hier! Ich erledige! Du erledigst gar nichts. Hat sich schon auserledigt, würde ich sagen. Wo sind die Maschinenreiter? Troller. Die ist weg. Der Chef ist noch da. Da hinten rennt noch einer rum. Da kommt die Maschinenreiterin. Ich würde gerne darüber. Ganz schnell. Und unauffällig. Für bessere Sicht. Der da oben hat, glaube ich, auch keinen Helm auf, ne? Wenn ich das so richtig sehe. Ach, ein bisschen höher hätte ich ziehen müssen. Schade, schade. Wenn er blöd ist, kommt er her. Ist er aber, glaube ich, nicht. Ich möchte jetzt nicht nochmal drauf schießen. Das war der Helm. Sie suchen nach mir. Die Helme sind am schlimmsten. Ohne Witz, Alter. Die Helme sind so kacke. Ich meine, die machen es schwerer, aber sind halt trotzdem scheiße. Guck mal hier, den kratzt das gar nicht. Der hat einfach, der dachte wahrscheinlich, oh, hat einer mit Stein an mir geworfen. War bestimmt der Chef. Keine Zeitverschwendung. Über alle Berge. Der Befehl lautet, alles abzusuchen. Also suchen wir. So. Und so.
viel haben wir jetzt noch? Ich sehe zwei. Zwei plus eine Maschine. Nicht jetzt. Gerade eine Leiche entdeckt. Ach, das waren Söhne des Prometheus-Agenten. Hab ich den getötet? Muss ja. Das waren Söhne des Prometheus. Sind das alle Söhne des Prometheus? Nee, das waren Rebellen. Das war ein altes Fass. Was ist denn der andere jetzt? Da unten. Ich bin hier, wenn einer fragt. Oh, dem habe ich auch schon einen von Latz geballert. Nee, du musst hier ins Gebüsch kommen, zu mir. Hier ist kuschelig. Komm her. Wir machen schmutzige Sachen. Im Gebüsch. Kommt da mit. Okay, der ist gänzlich raus aus dem Interesse. Dann heißt jetzt, können wir dem jetzt einen von Latz ballern. Ja, gut, dass wir nicht getroffen haben. Jetzt weiß er, glaube ich, wo wir sind. Oder er vermutet es und kommt her. Na sieh. Das muss der Anführer des Außenpostens sein. Scheint die beste Ausrüstung zu haben. Na, kommt doch nicht, ja? Na doch, jetzt. Der ist ja schon angehittet. Vielleicht können wir den töten, wenn er herkommt. Ne, er traut sich nicht. Er geht lieber in ein anderes Gebüsch. Okay. Ja, dann komm her, ich zeig dir was. Ich zeig dir, wo der andere ist. Komm her. Komm her, ich zeig dir, wo der andere ist. Ja, Zeit nach uns zu suchen. Und tot. Krieg ich das Gewehr? Ich will den Typen. Marken. Ein Markelein. Okay. So, dann. Du? Ohne einen Anführer sollten die Rebellen von hier verschwinden. Aber wow. Ich könnte mich auch jetzt um sie kümmern. Auf jeden Fall bin ich hier fertig. War exorbitant viel Schaden. Okay, wenn der gleich hier rumkommt. Aber ansonsten sind hier keine mehr, ne? Nee. Okay, der interessiert ihn nicht gerade. Außenposten macht keinen Ärger mehr. So. Das war das. Ein Stürmerhorn, haben wir schon ewig nicht mehr gehabt. So, jetzt muss ich nur alle wiederfinden. War zum Glück auch nur ein kleiner Außenposten. Sachen für den Vorrat. Ja, lieber Vorrat als Nachrat, ne? Hahaha. Das war wieder ein exzellenter Wortwitz. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo ich diese Marken abgeben sollte. Bei wem? Bin ich mir gänzlich unsicher. Ich glaube aber irgendwo in irgendeinem Tenakt-Gebiet auf jeden Fall. Also bei irgendeinem Tenakt. Ich weiß nur nicht bei welchem. Eventuell gibt es da eine Quest für. Sie sammeln wohl Vorräte an. Wahrscheinlich aus anderen Dörfern geplündert. Ja. So, den und... Er noch. Der hat Goldbarren dabei. Das ist toll. So, dann sind wir hier, glaube ich, durch, ne? Ich glaube, mehr ist nicht. Oder... Warte, ich gucke noch einmal in Runde. Ich würde übersehen. Da ist nur eine Knarre. Knarre. Nö, das war alles. Alles klar, in Sansibar. Dann nehme ich mal den hier. Und dann gucken wir mal, ob die Platte neu gespawnt ist. Ich glaube fast nicht.
glaube nicht, aber gucken kostet ja nichts. Ich glaube nicht, dass die neu spawnen. Ich glaube schon, dass die durchaus begrenzt sind. Aber dann weiß ich halt nicht, warum mich der Questmarker hier immer wieder herführt. Das finde ich sehr irritierend. Und ein bisschen doof. Aber wir treffen in letzter Zeit häufiger auf Bugs tatsächlich. Das ist auch weniger gut. Wo ging's hier hoch? Ich glaube hier nicht, ne? Nee. Wo sind wir denn hier hochgekratzelt vom letzten Mal? Ich weiß das schon fast gar nicht mehr. Hier irgendwo? Hier nicht. Ich glaube da drüben, ne? Ja, da drüben. Ne, hier auch nicht. Da vorne. Da sind wir beim letzten Mal hochgekraxelt. Autsch. Hier war das. So, ist jetzt ein Stück Weg. Wir gucken aber zur Sicherheit. Wie gesagt, wenn das nicht neu spawnt, finde ich sehr verwerflich, dass mich der Questmarker hierher führt. Boah, das ist halt echt ein Stück Weg und das ist echt ein Stück abseits des Weges. Das wiederum ist sehr ungünstig, wenn du dann immer wieder hierher geführt wirst, wenn du was suchst. Ja, komm, komm, schaffst du nicht. Achso, ja gut, hier war auch noch ein Weg. Ach ja, ist das alles aufregend. Ich meine, vielleicht spawnt es im selben Bereich, aber halt in einem anderen Gebiet. Also hier ist nichts. Ach guck mal, jetzt ist der Suchbereich ist auch weiß. So, meine Nase läuft. Deswegen will ich mich ganz kurz entschneuzen. Moment. So, sorry vor so Unterbrechung. Ich weiß nicht, was heute los ist. Oh, warte, da hin. Ich weiß nicht, was heute los ist. Meine Nase ist schon lange nicht mehr gelaufen, so. Also, hier ist keine Grünglanzplatte. Das heißt, die spawnen nicht nach, wie mir scheint. Außer hier ist noch irgendwo eine. Da ist eine Eule. Ich sehe hier sonst auch keine. Leider, leider. Oh, was haben wir denn da? Der war hier so, ne? Oh, das ist nicht so gut. Haben wir den nicht sogar? Den haben wir sogar schon mal gesehen, ne? Den haben wir, glaube ich, schon mal gesehen. Von der anderen Seite aber. Können wir gucken, ob wir da rüberkommen. Hier zu der Lachsgräde. Hier so hin. Müssten wir uns gleich rechts am Berg lang halten irgendwie. Irgendwie. Ja, da so rüber wird, glaube ich, nicht so einfach. Wenn wir auch nicht klettern können. Vielleicht aber hier lang. Hier sind wir beim letzten Mal auch irgendwie rübergekommen. Ich weiß jetzt nicht, war das jetzt ein Schreckflügel oder ein Sturmvogel? Ich bin unsicher. Nicht abstürzen. Hallo? Ich hab's doch beim letzten Mal auch geschafft. Warum nicht jetzt? Man kann sich hier wieder nirgendwo festhalten. Weil hier die Grünlandsplatte, die ist auch nicht neu gespawnt, ne? Bewegen und warm halten. Und hier ist auch nicht neu gespawnt. Kann ich hier hoch? Auch nicht. Ich will aber. Ich will da hoch. Lass mich da hoch.
Spiel, sei nicht so blöd zu mir. Das finde ich nicht nett von dir. Mir ist egal, ich kann auch außen rum. Ist dann halt nur weiter. Ich wollte über den Berg abkürzen. Das hier wird definitiv noch ein Questgebiet werden. Weiß, hier gibt es aber keine Kisten, ne? Ich komme jetzt auch auf das nächste Lager zu. Wobei, hier werden wir wahrscheinlich auf diesen Sturmvogel oder Schreckflügel treffen. Und wir haben ja auch keinen Weg nach draußen. Also wir kommen von hier nicht da hinten hoch. Wir könnten jetzt das Lager hier noch mitnehmen. Graugipfel. Können wir gucken, ob wir irgendwie anders da hochkommen. Ich weiß jetzt auch nicht, wie viele Lachsgräten wir brauchen. Deswegen würde ich davon auch ein paar mehr sammeln. Vorzugsweise gleich so 10 Stück oder so. Irgendwo da. Ah, das ist die Kuppel. Also das ist dieses Biodom. Oder was das war? Gerne, da ist der. Ich würde gerne da hoch. Wenn es nicht zu viele Umstände macht. Einfach, weil ich zu dieser Lachsgräde will. Ich glaube, ich komme hier nicht hoch. Das Spiel lässt mich, glaube ich, nicht wirklich. Oder? Ja, warte mal. Vielleicht doch. Nur schnell genug bin. Ein bisschen Walljumpen. Los, hoch da. Brauch nur ein bisschen Halt. Ja, ja, ja. Sehr gut. Immer weiter. Den haben wir auch uns von der anderen Seite schon mal angeguckt. Das da drüben, das hier sieht aus wie eine Tür. Das sieht sehr merkwürdig aus. Vielleicht ist da ein Bunker oder sowas. Oder so ein Wiederbevölkerungsdingens. Und das andere Vieh ist da auf der anderen Seite. Das da hinten ist, glaube ich... Das sieht aber auch nicht aus wie ein Raumschiff von hier, ne? Aber die können sich da trotzdem verstecken, die Fasenitz. Jetzt müssten wir da irgendwie rüberkommen. Wenn wir Pech haben, stürzen wir dann gleich ab. Ich würde da gerne rüber. Ich glaube aber nicht, dass das was wird. Zumindest nicht von hier. Wenn dann nur von der Seite hier. Irgendwie. Glaube ich. Da werden wir, glaube ich, nicht hochkommen. Ich kann es versuchen. So wie möglich gleiten. Auftrieb wäre schön. Oder jetzt dieses Fluggerät halt, ne? Wir kriegen ja offensichtlich ein Fluggerät. Ich weiß nur nicht wann. Wir können jetzt natürlich munter, fröhlich versuchen, hochzuspringen. Vielleicht schaffen wir es. Oder wir backen uns gleich irgendwie fest. Oh ja, oh, wir sind tatsächlich oben. Wir kriegen bestimmt gleich ein riesiges Problem, wenn dieses Vieh hier gleich auftaucht. Den da. Das ist aber ein Sturmvogel, ne? Und ein Schreck... Ach du Scheiße. Hier ist eine Platte. Ein Sturmvogel und ein Schreckflügel. Oh, der scannt auch. Der ist nicht so gut. Der ist 26, das geht. Der. Ich meine, wir haben beide schon mal besiegt. Das ist nicht das große Problem. Er ist 30. Geht auch. Gegen was ist der? Gegen Säure. Und der Kollege ist feuerallergisch. Beide gleichzeitig würde ich nicht unbedingt machen wollen. Sieht halt aber auch original aus wie ein Questgebiet hier. Also wir werden hier sicherlich nochmal questtechnisch hinkommen. Ich habe nur leider noch keine Säurewaffe. Also ich hatte welche, aber ich habe keine mehr.
können versuchen, gegen beide zu kämpfen. Okay, jetzt schnell drauf. Warte, warte. Also, ach Mist, den erwische ich von hier gar nicht. So, schneller. Jetzt ist er zu weit weg. Komm her, du Schwein. Aufhören. Immer dieses abgewartet.